Marcellini, das nächste Spiel ist bereits wieder am Dienstag hier in Kloten gegen Fribourg. Was kann man für ein Spiel erwarten? Ja, Fribourg hat schon lange nicht mehr gewonnen. Und die werden sicher bereit sein. Und wir müssen Vollgas wieder gegen Führer spielen, mit mehr Energie noch ein bisschen als heute. Und das werden wir auch, weil jetzt haben wir ja einen Tag zwischen deinen Pausen. Sie sagen, Cotteron ist ein bisschen in einem Tief. Wie kann man sich am besten sich vorbereiten, dass man den Gegner nicht unterschätzt? Wir unterschätzen den Gegner nicht. Fribourg hat eine gute Mannschaft und das wissen wir. Sie sind defensiv gut, haben einen guten Goalie und können Goal schiessen. Also das wird ganz ein heißer Match und wir müssen wirklich ready sein, um zwei Kämpfe vorne, weil das gibt einen Fight. Wenn man viel verliert, dann kämpft man. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Was ist der Schlüssel, dass wir einen Erfolg zum Erfolg finden? Eben, wie gesagt, indem wir bereit sind, zwei Kämpfe hineingehen, von Anfang an bescheiden Hockey spielen. Und ja, das ist es eben.